Ja, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, auch meine Fraktion fordert den Senat auf, sich umgehend beim Bund dafür einzusetzen, dass die Vergabe des Grundstücks des sogenannten Dragona-Areals im Höchstpreisverfahren gestoppt wird. Vielleicht wissen es nicht alle, Dragona-Areal hört sich vielleicht vor allen Dingen so ein bisschen putzig an. Das ist ein sehr großes Grundstück zwischen Rathaus Kreuzberg, Mehringdamm und Obentrautstraße. Also es geht um eine durchaus wichtige und große Fläche, deren Entwicklung uns alle angehen soll. Wir fordern einen solchen Stopp des Verkaufs zum Höchstpreisverfahren auch für alle anderen Bundeswohnimmobilien. Und wir erwarten, dass der Bund dem Land und seinen städtischen Wohnungsbaugesellschaften ein Paketangebot macht, damit alle Wohnungen zu einem akzeptablen Preis vom Land gekauft werden und damit die Wohnungen auch künftig in öffentlicher Hand verbleiben und Spekulationen durch private Investoren nicht stattfinden können. Nun ist es richtig, das Abgeordnetenhaus hat den Senat beauftragt, eine solche kommunale Vorkaufsmöglichkeit zu sichern. Und hat aufgefordert, darauf hinzuwirken gegenüber dem Bund, dass bis dahin keine Bestände verkauft werden. Aber die Frage ist ja, was jetzt passiert. Herr Müller hat verkündet, dass er dem Bund ein Kaufangebot für die BIMA-Wohnungen unterbreitet hat. Da ist ja jetzt die Frage, wie hatte nun der Bund, wie hat denn jetzt die BIMA reagiert? Vielleicht haben Sie ja gute Nachrichten zu verkünden. Mich würde es freuen. Wenn nicht, muss der Senat konkret sagen, was er unternimmt im Hinblick auf das Dragona-Areal akut und im Hinblick auf die Bundeswohnungen insgesamt. Und natürlich ist es nicht einfach, den Bund hier zum Umsteuern zu bewegen. Deswegen ist es wichtig, dass Berlin sich zu Wort meldet, laut und auf vielen Ebenen im Interesse der Mieterinnen und Mieter. Es ist wichtig, dass offensiv für unsere Interessen geworben wird. Und es ist wichtig, dass Druck aufgebaut wird, damit wir hier vorankommen. Und da ist nicht nur der Senat gefragt, der zuallererst, aber nicht nur der Senat gefragt, sondern auch die Fraktionen und die sie tragenden Parteien. Ich kann für meine Partei sagen, wir wissen, das Berliner Anliegen bei unserer Bundestagsfraktion in guten Händen. Sie ist aktiv geworden, die andere Oppositionsfraktion im Oppositionsfraktion im Bund auch. Beide haben im Bundestag einen Verkaufsstopp für BIMA-Wohnungen beantragt. Der ist allerdings im Bund von SPD und CDU abgelehnt worden. Nun ist es sicher richtig, dass es die Opposition an der Stelle etwas einfacher hat. Aber wenn das Einzige, was die hiesige Koalition aus SPD und CDU bei der Koalition im Bund aus SPD und CDU sich bisher sichtbar erreicht hat, ist, dass die Berliner Abgeordneten, die Berliner Bundestagsabgeordneten von SPD und CDU sich dem Berliner Druck entzogen haben und bei der entscheidenden Abstimmung den Saal verlassen haben, dann ist das definitiv zu wenig. Und deswegen ist es richtig, dass mit diesem Antrag Handeln verlangt wird, um Akutschaden von Berlin beim Dragona-Areal abzuwenden. Und die Argumente von Berlin sind gute. Es kann nicht sein, dass der Bund einerseits unbeirrt am Höchstpreisverfahren festhält und ansonsten Ziele für soziales Wohnen proklamiert und zum anderen dann letzten Endes durch Mittel des Programms Soziale Stadt wieder versucht, halbwegs oder mehr schlecht als recht, den angerichteten Schaden durch ihn selbst angerichteten Schaden auszugleichen. Und die Bedeutung dieses Areals, ich habe es vorhin schon gesagt, ist völlig richtig formuliert in dem Piratenantrag. Ein solches Höchstpreisverfahren, ein solcher Verkauf in zentrumsnaher Lage würde das Bodenpreisniveau massiv befeuern. Das treibt über die Bodenrichtwerte die Preise auch für andere Grundstücke in die Höhe. Teure Grundstücke haben hohe Mietpreise zur Folge und damit würden sämtliche Ziele Berlins, insbesondere die Schaffung von preiswertem Wohnraum und sozialer Infrastruktur innerhalb des S-Bahn-Rings, konterkariert. Sehr geehrte Damen und Herren, in Berlin haben sich 4 Wohnungsbaugesellschaften für dieses Areal beworben. Also das geht, es gibt ein Interesse. Und es gibt auch eine Initiative, eine Petition von betroffenen Mieterinitiativen und dem Bündnis Stadt von unten, hier diesen Verkaufsstopp der Liegenschaften zu erreichen. Diese haben unsere politische Unterstützung. Die Linksfraktion im Bundestag hat einen Antrag zur Änderung der Bundeshaushaltsordnung und des BIMA-Gesetzes eingebracht, der den Verkauf zum Höchstpreis stoppen würde. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie sich dafür einsetzen, dass dieses Anliegen, und zwar im Bundestag, eine Mehrheit bekommt. Und wenn Sie es nicht übers Herz bringen, einem Antrag der Linksfraktion zuzustimmen, dann sind Sie davon entlastet, wenn Sie es schaffen, eine eigene Initiative in diese Richtung auf den Weg zu bringen im Bundestag.